lumineuse tombe, le tambour s'est levé, ça. Faites sa tournée et marche, battant la caisse bien fort. Wie so oft in der Musikgeschichte folgt der Ruf des Komponisten dem des Interpreten. Das war bei Bach, Beethoven, Schumann, Brahms, Liszt so und wird bei Löwe nicht viel anders gewesen sein. Denn zuerst war Löwe meiner Ansicht nach ein Meister der kleinen Form. Vielleicht sogar ein Großmeister der kleinen Form der Lieder, Balladen und Charakterstücke. Denn er brachte dafür drei bzw. vier ganz herausragende Eigenschaften mit. Er war ein hervorragender Erzähler, hatte Sinn für Komik, für Tragik und auch für Tragikkomik. Also mit einem Wort, er hatte Humor. Und durch seine Erzählweise spricht uns dieser Humor auch heute noch unmittelbar an. Le vieux soldat périt, et qui au fond du nord, sous la glace refroidie, et qui trop chaude maugisse, sous la terre d'Italie. Sehr speziell ist, ich möchte es mal so formulieren, ein Opernsängerfreund, hat mal diesen Begriff gebraucht in einem Gespräch mit mir im Zusammenhang mit Odins Meeresritt. Er sagte, das ist für mich wie eine Kurzoper. Das zeichnet ihn absolut aus, denn Löwe, dass er in der Lage war, in einigen Minuten eine Szenerie zu schaffen und zu entwerfen, in die man komplett eintauchen kann und die den Zuhörer fesselt und diesen berühmten Film im Kopf, Tonfilm entstehen zu lassen. Das hat er meiner Ansicht nach geschafft wie kein anderer und das macht ihn heutzutage so aktuell. Deswegen würde ich dieses Bonmot meines Freundes insofern etwas abändern. Für mich ist er sogar fast dem Musical, dem unserem 20. Jahrhundert Musical näher als der alten, ehrwürdigen klassischen Oper, weil er uns heute noch so direkt anspricht in seiner Erzählweise. Sous la bourbe du Nil et le sable de l'Arabie, il quitte leur sépulture, leur arme ils ont saisi. Alors sur chevaux aériennes arrivent les cavaliers, vieux escadrons célèbres, sanglants et balafres. Es ist interessant festzustellen, wie Stimme und Begleitung hier eine Einheit eingehen, wie sich das verschmilzt. Und ich bin nicht sicher, ob man das so spüren könnte, wenn man begleitet wird, wenn es sich um zwei Personen handelt, die das aufführen. Ich glaube auch hier wieder Löwes Intention, das alleine zu machen, hatte ihren Sinn und ihre Berechtigung. Apollon, il s'avance, suivi de l'état-major, petit chapeau il porte, habit sans ornement, petit épée pour arme, au côté gauche lui bat. Und dieses
gerne wieder aufleben zu lassen. Diese Art der Aufführungspraxis, die im Übrigen im 20. und ausgehend 19. Jahrhundert noch sehr viel mehr ausgeprägt war, das wäre meiner Ansicht nach sehr wünschenswert und das würde ich sehr gerne mit tun. La vaste pleine claire, l'homme au petit chapeau, de trop près vive à faire. Was ich mir wünsche, ist wirklich ein Publikum wieder zu begeistern für eine Neuauflage eben dieser Literatur, die schon mal wirklich sehr viele Musikliebhaber angesprochen hat und die meiner Ansicht nach zu Unrecht etwas in den letzten Jahrzehnten in Vergessenheit geraten ist. Le mot donné et la phrase, la parole, Sainte-Hélène. C'est là la grande revue qu'aux Champs-Élysées. À l'heure de minuit, tiens César de Sade.